Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Heute beginnt der Reisevlog nach Lissabon. Seht ihr schon meine Oma? Ich bin ja mit der Familie hier. Und jetzt sitzen wir gerade bei uns am Gate und gleich geht es dann, wie gesagt, los nach Lissabon. Und ich bin schon aufgeregt, bin gespannt. Das Wetter soll jetzt doch besser als erwartet sein. Ich lasse mich überraschen. So, wir sind jetzt am Lissabon Flughafen gelandet. Ich warte noch gerade auf die Leute, die auf Toilette mussten. Und dann hole ich meinen Koffer. Ich hoffe, der kommt relativ schnell. Und dann müssen wir halt erstmal Autos abholen, weil wir hatten zwei Autos gemietet. Und ja, dann geht es erstmal zum Hotel fertig machen. Und ich hoffe, dann gehen wir heute shoppen, weil heute ist es regnerisch. Und ich denke, dann passt es eigentlich ganz gut. So, ich bin angekommen im Hotelzimmer und ich mache euch einfach mal eine kleine Roomtour. Da ist das Bett. Hier, kleiner Schreibtisch, kann ich mich dran schminken, packe ich noch meine Schminke hin. Hier, Gott sei Dank, genug Platz für meinen Koffer. Und hier dann noch das Badezimmer, sieht sehr schön aus. Und das Gute ist, ich habe eine Badewanne. Ja! Jackpot. So, jetzt werde ich mich heute doch nicht mehr schminken. Ich drehe mal zu mir. Ich hatte eigentlich vor, dass ich mich erst schminke. Allerdings ist es jetzt schon recht dunkel und heute ist das Wetter nicht so super. Und hier wird es ja auch recht früh dunkel. Ist jetzt nämlich schon 16:30. Wir werden jetzt gerne noch was essen gehen. Und, boah, das Bett ist auch voll hart. Ich mag lieber weiche Betten. Naja, egal. Wir essen jetzt gleich noch was. Also ich glaube, die anderen ruhen sich kurz aus. Ein paar wollen duschen. Oh cool, auf dem Fernseher steht mein Name. Welcome Laura. Nice. Ja, auf jeden Fall essen wir gleich was. Und ich habe schon Sauhunger. Und dann weiß ich noch gar nicht, was wir heute machen. Ob wir noch irgendwie... Ich habe keinen Plan. So viel geht ja heute eh nicht mehr wahrscheinlich. So, wir sind jetzt erstmal essen gegangen. Hier ist nämlich ein richtig süßer Italiener bzw. Portugiese. Und ich habe mir Nudeln mit Garnelen bestellt. Ich hoffe, man versteht mich. Es ist hier gerade total laut, wo ich bin. Wir machen jetzt hier einen Taste-Test. Wir haben diese Törtchen oder was auch immer das sein soll, die in Portugal wohl ganz bekannt sind. Und mal gucken, wie es schmeckt. Dann schmeckt's, Adi? Hallo zusammen, ich bin jetzt wieder auf dem Hotelzimmer. Ich war gerade ein bisschen noch, eigentlich wollte ich nur zum Sephora noch und das haben wir auch gemacht und waren noch unterwegs in ein paar anderen Läden. Ich mit meinem Bruder und seiner Freundin. Ich hätte mich zum Schluss nennen müssen, ich weiß. Und ich wollte mir eigentlich eine Natasha Denona Palette kaufen, beziehungsweise mehrere, die es jetzt für 60 € gibt, diese Größe. Es gab allerdings nur eine, die mich nicht super angesprochen hat, diese Sunset Palette. Die hat 113 gekostet, das habe ich dann gelassen.
habe mir dann hier diese Huda Beauty Palette gekauft, weil die halt einfach voll meinen Geschmack trifft. Die ist einfach von innen und außen so wunderschön und es sind halt einfach voll meine Farben. Sieht man jetzt in dem Licht nicht so mega. Oh, manchmal so schlechtes Licht. So, warte, vielleicht in diese Richtung ist besser. Ja, auf jeden Fall richtig tolle Farben. Und ich glaube, ich schmink mich morgen damit und freue mich schon voll. Ja, die habe ich mir gegönnt. Die hat jetzt gekostet. Kasse mache ich gerade woanders um die 60 Euro. Ich glaube sogar ein bisschen mehr als 60 Euro. Aber das ist mir wert. Ich finde die sehr, sehr schön. Und freue mich, dass ich die jetzt in meiner Sammlung habe. Genau, bin jetzt wie gesagt wieder auf dem Hotelzimmer und ich werde jetzt duschen gehen. Puh, ich habe doch ein bisschen geschwitzt. Erstmal im Flugzeug, weil ich so ein bisschen Flugangst habe. Hatte ich früher nicht. Hat sich dann aber immer mehr ergeben. Und also vor allem habe ich das eigentlich beim Start. Ich stehe nicht so oft im Start, das ist nicht so mein Ding. Und ich hatte ja die ganze Zeit diesen Pulli an, darunter noch einen Top. Und es ist gerade ein bisschen warm. Also jetzt konnte man gerade auch jetzt draußen so gut ohne Jacke gehen. Jetzt am Abend, das fand ich ganz cool. Und mir ist definitiv zu warm und ich werde jetzt einfach nochmal duschen gehen. Damit meine Haare für morgen und übermorgen gut sind, weil da werden auch ein paar Fotos, denke ich, gemacht. Ja, freue ich mich schon drauf. Morgen wird es, denke ich, so der Tag, wo wir uns alles anschauen. Weil morgen soll es nicht regnen, sondern ein bisschen die Sonne sogar scheinen, hoffentlich. Und ja, da nehme ich euch natürlich dann wieder fleißig mit. Akku habe ich auf jeden Fall noch genug. Und ja, für heute war es das erstmal für mich. Ich gehe jetzt duschen und dann schlafen. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt fertig geschminkt, bin ready, Haare sind geglättet und jetzt geht's los. Wir gucken uns jetzt ein bisschen Lissabon an und dann nehme ich euch natürlich wieder ein bisschen mit.
wie ihr seht, wir sind gerade in Lissabon an so einer Burg, wie ihr vielleicht seht, oder Schlossburg, keine Ahnung, whatever. Es ist richtig schön hier. Ich hatte Glück, dass ich vergünstigt reinbekommen bin. Also eigentlich kostet es nur 10 Euro, was ja auch schon nicht super viel ist. Und ich kam jetzt für 5 Euro rein, weil bis 25 das immer günstiger war. Und es ist gerade richtig schönes Wetter, wie ihr seht. Ich habe mich schon einmal umgezogen. Ich habe hier drunter noch ein anderes Oberteil, weil ich hatte schon viele Bilder mit dem gemacht, damit noch ein paar Bilder anders aussehen, habe ich jetzt meinen Pulli übergezogen. Aber es ist richtig schön warm und ja, wunderschön hier. So, ich bin jetzt wieder in meinem Hotelzimmer und wir machen gerade eine Stunde ungefähr Pause, ich glaube nicht ganz. Meine Oma muss sich ausruhen und ich muss sagen, meine Füße tun auch schon ordentlich weh. Wir sind jetzt, glaube ich, gleich schon 9000 Schritte gegangen, das geht noch, aber es sieht schon ganz schön weit aus. Also wir waren ja oben auf der Burg, sind jetzt komplett wieder zum Hotel runtergelatscht. Ja, war ganz cool bis jetzt und ich habe mir noch eine Kleinigkeit gekauft. Gerade eben, als Oma schnell irgendwo war, habe ich mir mal eben, warte, ich stelle es euch mal kurz hier ab. Dann kann ich es euch ein bisschen besser zeigen. Sekunde. Ich habe mir diese süße Bluse hier gekauft. Die sieht richtig niedlich irgendwie aus. Und ja, kann ich mir schön vorstellen. Genau. Oh, die hat 16 Euro gekostet und ich bin fix und fertig. Ich mache jetzt wirklich die Stunde in Pause, mache meine Haare nochmal neu. Mal gucken. Hallöchen, ich bin wieder im Zimmer. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel gefilmt, nachdem ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Vielleicht auch gar nicht. Ich bin mir gerade absolut nicht mehr sicher. Ich glaube, nichts mehr. Wir waren noch ein bisschen unterwegs, haben echt schöne Orte gesehen, aber es wäre irgendwie alles zu viel gewesen, um zu filmen. Ich sehe auch aus inzwischen wie so ein Opfer. Ich habe viel, wer es interessiert, der kann mal bei Instagram gucken, da habe ich eine Story. Und die habe ich auch unter meinen Highlights abgespeichert. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Es werden auch super viele Bilder wieder online kommen, die demnächst. Ich wollte mich jetzt nur noch mal eben melden, bevor ich schlafen gehe. Und mich abschminke, Kamera anstöpseln und alles Mögliche. Ich war jetzt eben nur noch kurz bei H&M und habe noch ein paar Sachen gekauft. Die wollte ich euch eben zeigen. Und zwar diesen kleinen Kuschelpulli habe ich dort gekauft. Der ist also rosa und der ist einfach richtig kuschelig und schön. Der muss es sein. Und dann habe ich mir noch Unterwäsche gekauft. Hier einen neuen BH. In so einem Braunton habe ich nämlich noch nicht gehabt. Und natürlich das passende Höschen dazu. Genau. Wollte ich euch nur eben zeigen, was ich so geshoppt habe. Und das war's. Jetzt werde ich mich abschminken. Alle Sachen aufladen. Vielleicht meine Klamotten für morgen schon mal rauslegen. Und ja. Dann werde ich schlafen gehen, weil ich bin echt fix und fertig. Meine Füße tun so unglaublich weh. Wir sind so viel gegangen heute. Der letzte Stand waren 14.000 Schritte. Danach sind wir aber noch ein bisschen gegangen. Also ich war jetzt ja eben noch shoppen. Ich war ein bisschen länger noch unterwegs als die anderen. Ich würde mal so sagen, 17.000 Schritte sind wir auf jeden Fall gegangen. Ich bin fix und fertig, ich sag's euch. Deswegen sehen wir uns morgen wieder. Morgen hat meine Oma Geburtstag und wir werden uns morgen erst ein bisschen wieder was angucken. Abends haben wir hier im Hotel im Restaurant was reserviert. Und da gibt es auch eine Überraschung für meine Oma, wenn das alles klappt. Ich habe sowas versucht zu organisieren, dass es Wein und Blumenfeuer gibt beim Abendessen dann. Und danach im Anschluss noch einen Geburtstagskuchen. Ich hoffe, das funktioniert alles. Genau. Und dann, wenn gutes Wetter ist, gehen wir nach ganz oben im Hotel. Da ist noch so eine Rooftop-Bar und da würden wir dann vielleicht noch was trinken. Und dann geht es nämlich auch schon Mittwoch wieder zurück. Also nehme ich euch noch morgen im Grunde richtig mit. Bis dann.
So, ich bin wieder im Zimmer. Wir waren jetzt eben noch oben auf der Rooftop-Bar. Haben den Geburtstag von meiner Oma ein bisschen gefeiert, aber ich bin relativ schnell wieder runter, weil ich bin echt müde und irgendwie geht es mir auch nicht so gut heute. Deswegen beende ich jetzt auch den Wochenvlog oder diesen Urlaubsvlog, weil morgen geht es schon wieder zurück und ist jetzt auch nichts so Spektakuläres dann mehr. Deswegen verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.